wäre das Raum für Schlafstuben, um dann Seminare und Workshops für Menschen aus Berlin zu geben? Wie lässt sich hier klug investieren und wie sähe ein zukunftsweisendes Konzept aus? Welche unmittelbaren Instandhaltungsarbeiten sind hier erforderlich und wie lassen sich die finanziellen Mittel dafür generieren? Mit wem ließe sich hier zusammenarbeiten und gemeinsam etwas entwickeln? Es wird jetzt darum gehen, viel nachzudenken, sich mit Menschen auszutauschen, mit Menschen aus der Region Anhalt und mit innovativ denkenden Menschen aus anderen Teilen Deutschlands, Europas und der Welt.